willkommen zu Vlog Nummer 7. Die Zeit vergeht echt schnell. Zapadere Canyon. Ziemlich bekannt. Wenn Hochsaison ist, also Touristenhochsaison ist, ist hier alles voll. Deswegen bin ich jetzt hergekommen, weil hier niemand ist. Einfach die Natur für mich alleine genießen. Und hier bauen sie gerade hinter mir so Stufen hoch, weil vorne endet das jetzt ziemlich abrupt. Ich finde das nicht so cool. Das hätten wir ein bisschen anders lösen können. Aber ich denke mir, genau deswegen machen die jetzt da so Stufen hoch. Vielleicht einen anderen Weg, ein bisschen weiter höher oder so. Das wäre cool. Ich hoffe, man hat mich jetzt halbwegs gut verstanden. Ich gehe jetzt mal wieder raus aus dem Canyon. Ladies and Gentlemen, Zapadere Canyon. Klares Wasser. Ich würde so gerne reinspringen, aber es ist extrem kalt. Ich habe meine Badesachen nicht mitgenommen. Und irgendwie habe ich Schiss davor, dass ich da mitgerissen werde von dieser Strömung hier. Also, wenn ich da reinspringe, dass ich dann hier mitgerissen werde. Bis nach unten, wo die Schwäne waren. Oder die Gänse. Und noch einmal ein herzliches Willkommen zu Vlog Nummer 7. Heute unterwegs im Zapadere Canyon. Hier habe ich eindeutig eine viel bessere Audioqualität, weil der Fluss hier nicht so laut ist, denn der ist da weiter entfernt. Und ich habe mich spontan heute dazu entschlossen, mal herzukommen. Also so leer, wie das jetzt ist, ist es nur im Winter. Wenn wieder die Touristen kommen, ist alles voll. Also wirklich alles. Im Canyon, die Leute schwimmen, sie sitzen hier. Oh, da liegt ein Stein. Wo gehört wohl dieser Stein hin? Ach, da drüben wahrscheinlich. Wunderbar. Ja, Zapadere Canyon ist eins der Top-Sehenswürdigkeiten in der Türkei. In der türkischen Schule, im Geografieunterricht wird auch hier über diesen Ort gelehrt. Genauso wie Pamukkale. Also eins der Top-Sehenswürdigkeiten hier. Also im Geografieunterricht lernt man diesen Ort hier. Also jeder Türke, der die Pflichtschule absolviert hat, hat schon mal von Zapadere Canyon gehört. Ja, was kann man hier machen? Man kann einfach durchgehen durch die Schlucht bis ans Ende eben, bis zum Wasserfall. Und dann geht man wieder zurück. So, warte mal, jetzt muss ich die Hand wechseln. Genau. Hätte ich meine Schwimmsachen mitgenommen, wäre ich schwimmen gegangen. Aber ich habe überhaupt nicht dran gedacht, Mann. Das war so bei mir ein spontaner Einfall. Vielleicht sollte ich mal wirklich so eine Badehose und so ein Handtuch im Kofferraum haben. Wäre nicht ganz schlecht. Ja, schöner Ort. Schön zum Erholen hier. Ich behaupte mal, ein Besuch ist es wert. Wer Massen meiden möchte, der kommt am Winter. Wem die Massen nicht stört oder wer sich auch in der Masse wohlfühlt, er kann auch im August herkommen. So, testen wir mal die Bank. Ja, sie wackelt nicht. Stabil, fest, gemütlich. Schön geschliffen. Da kann man sich nicht verletzen. Ja, gehen wir mal weiter. Ja. Do not enter the water when you are under the influence of alcohol. Also angesoffen nicht ins Wasser reinspringen.
Guter Hinweis. Die ganze Kulisse hier erinnert mich an den Film Rambo, also an den ersten Rambo-Film. Erstschlag, glaube ich, oder auf Englisch First Blood. Da war er auch ja im Wald auf der Flucht von der Polizei. Und ich denke mir, wahrscheinlich werden die mich dann hier auch jagen wegen den ganzen Strafzetteln, was ich nicht zahle. Dann werde ich mich auch hier verschanzen und dann die ganzen Leute jagen, die versuchen dann mich zu jagen, indem ich Fallen stelle und so weiter. Ja, Scherz am Rande, aber echt schöner Ort hier zum Erholen. Definitiv einen Tagesausflug wert hier, das Ganze. Guckt euch mal an, wer hier meine schwarze Perle begutachtet. Achtung! Achtung! So, ich probiere mal so nahe wie möglich an die heranzukommen. Die sind neugierig, ich bin auch neugierig. Gucken wir mal, ihr seid wahrscheinlich auch neugierig. Ich glaube, die wollen irgendwas zum Essen. Deswegen kommen die so nah. Ja, so typische, so leck mich am Arsch-Geste war das jetzt von denen. Sag mal, wollen die mich verarschen? Jetzt kommen die von alleine hierher. Ich will die einmal streicheln, Mann. Ah, die haben Hunger, Mann. Die haben Hunger. Und das Blöde ist, ich habe nichts mit. Na, schade. Ja, die haben Hunger. Warte mal, vielleicht lässt sich ja wo irgendwas auftreiben. Jetzt habe ich mir Brot besorgt. Geil, wie die herkommen. Fühlt sich ganz weich an, flauschig. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Ort in Alanya zeigen, nämlich Demirtas. Das Interessante an Demirtas ist, dass diese Gegend groß im Kommen ist. Also aktuell ist es noch so ein kleines Dörfchen mit
einer Hauptstraße, wo alle Geschäfte sind, nämlich diese hier. Das war's, aber es wird hier viel gekauft und Baugenehmigungen geholt und und. Also diese Gegend wird so in den nächsten 5 Jahren mit höchster Wahrscheinlichkeit boomen. Ja, interessant vielleicht für manche von euch, die sich noch überlegen, wo investieren und wo wohnen und so weiter, ist das hier sicher ganz interessant. Warten wir mal auf den Bus. Und obwohl das hier in Alanya ist, fühlt es sich total anders an. Ja, das fühlt sich hier so an wie Türkei in den 70ern, frühen 80ern, so ungefähr fühlt sich das an. Ich bin da zwar noch nicht damals geboren, aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das damals war. So, steigen wir ein. Ah. Home sweet home, jetzt endlich wieder zu Hause, mich erholen von dem Tagesausflug. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe auch, dass es für euch interessant war. Liebe Leute, guter Content ist zwar gratis, aber nicht umsonst. Also bitte abonnieren und auf die Glocke drücken und Daumen hoch und teilen und kommentieren und eben alles, was gut ist für den Algorithmus. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt cool drauf. Bleibt cool drauf. Also bis dann. Tschüss.